Johannes hat mir gesagt, dass er das, was wir bisher gesehen haben, einfach noch etwas auf die Spitze treibt. Wir sind gespannt. Genau, ihr könnt mich hören. Jupp, wunderbar. Ich habe ein Projekt vorbereitet. Ich bin aus Hamburg mit der Bahn gekommen, habe jetzt quasi hier so die Trackpoints im Kugels reingeladen, habe eine Hintergrundkarte dabei. Ist jetzt hier nicht die wahre Strecke, die ich gefahren bin, aber schon sehr ähnlich. Ich habe ganz viele Trackpunkte der Bahnstrecke von Hamburg nach Dresden. Wir haben jetzt eben schon ganz viele Tricks gesehen. Ich habe davon, ich glaube, 90% waren auch für mich neu. Ich finde das super spannend, die Session hier. Eins muss ich noch fragen, wer nutzt noch Kugels 2 von euch? Oh, Gott sei Dank. Sehr schön. Ich bin in Kugels 3, mein Kugels 3 ist auf Englisch. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ein Tipp schon vorweg, man kann die ganzen Stiländerungen auch immer in Echtzeit in so einem Panel an der Seite machen. Das heißt, man drückt F7, dann kriegt man hier so ein Panel und kann dann hier, wenn man zum Beispiel Farben ändert, sieht man das direkt in der Karte, was ich sehr viel praktischer finde, als immer im Menü rumzuklicken. Genau. Das Ziel heute wird es für mich, ich will ein kleines Video erstellen von meiner Bahnfahrt, also quasi von Hamburg los. Na, ich mache das nochmal an hier kurz. Quasi den Verlauf, wie ich gefahren bin, in Einzelbilder exportieren und am Ende als Video kurz konvertieren. Dafür nutzen wir den Atlas. Wir nutzen interessante Stildinge. Und ich hoffe, das klappt jetzt auch live. Also, wie will ich anfangen? Genau. Es gibt den Atlas in Kugels. Im Atlas kann man Stapelverarbeitung machen. Man kann dann quasi für jedes Feature von einem Layer eine eigene Seite exportieren. Das habe ich auch schon vorbereitet. Ich habe hier ein Atlas, also ein Print-Layout erstellt, da drin Atlas angehakt, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein und habe gesagt, dieser Atlas soll zu meinem Trackpoint-Layer dazugehören. Und jetzt kann ich, jetzt will es natürlich nicht, Vorführeffekt. Jetzt müsste ich eigentlich, das geht ja gut los. An, aus. Also eigentlich sollte er jetzt gerade hier dem Bild folgen und das ist die grundlegende Sache, die ich brauche, deswegen mache ich es mal neu. Also, der Atlas ist eine Stapelverarbeitung. Ich kann ein Print-Layout erstellen und im Print-Layout sagen, dass dieses Print-Layout, ich mache hier mal eine Karte rein, jetzt weiß ich auch, was das Problem ist, ich hatte kein Netz. Diese Karte soll aktualisiert werden nach bestimmten Regeln, zum Beispiel eben nach welches Feature auf dem Layer wird gerade angeschaut. Dafür sage ich Coverage Layer Trackpoints, ich sage, dass die Karte vom Atlas beeinflusst werden soll. Und jetzt sollte er hoffentlich, ja, jetzt klappt es, ich zoome mal näher rein, jetzt sollte er hier den einzelnen Features folgen. Geht doch. Also bei jedem Klick wird das nächste Feature ausgewählt auf diesem Layer, der nächste Punkt auf diesem Layer. Und ich könnte am Ende eben diese ganzen Kartenbilder exportieren, dann ein Video daraus erstellen. Das ist die Grundlage, die ich heute brauche. Was ich machen möchte, ist, ich möchte meinen aktuellen Standpunkt auch schön darstellen mit einer Lok, ein schönes Lok-Icon da reinsetzen. Das kann man machen, indem man in Kugels über Expressions arbeitet, wie die beiden eben schon gezeigt haben. Wir können eben dynamisch Dinge auch quasi wie Variablen benutzen in Kugels. Ich mache hier mal einen neuen Stil mit rein, nenne ich mal Debug, dass man so ein bisschen Sachen machen kann, die grafisch zeigen, was ich hier tue. Ich mache einen neuen regelbasierten Stil. Und ich sage, ich mache eine neue Regel und diese Regel soll sein, die soll angewendet werden, wenn die ID von einem Feature, also die ID von einem dieser Punkte, gleich ist der ID, die gerade im Atlas ausgewählt ist, also in dieser Stapelverarbeitung. Dann mache ich mal ein anderes Symbol für, irgendein schönes, großes, hier so ein Pentagon. Ihr seht, ein Punkt ist jetzt hier gelb geworden, ist das groß genug? Ja, perfekt. Die anderen sind weiterhin rot. Ich springe mal zurück in den Atlas und klicke da ein bisschen durch. Ihr seht, es ist immer ein Icon, was eben anders dargestellt wird als die anderen. Weil eben diese Regel jetzt sagt, das, was gerade im Atlas ausgewählt wurde, soll anders dargestellt werden. Genau.
Das möchte ich jetzt mit einer Log darstellen. Das heißt, ich nehme einen SVG-Marker. Den habe ich schon runtergeladen. Wer Harry Potter mag, wird sich freuen. Das war so ein freies Symbol für den Hogwarts Express. Ohne weitere Lizenzbedingungen. Den mache ich mal schön groß. Und ich mache die anderen mal aus, sodass wir hier nur die Log wirklich auch sehen. Ich gehe zurück in den Atlas. Na, das war falsch. Klick ein bisschen durch und ihr seht, der Zug verläuft immer, er fährt immer immer waagerecht. Er passt sich nicht der Strecke an, was ich ganz schön fände. Das wäre jetzt schon schön, wenn das auch den Punkten folgen würde, so ein bisschen in der Kurve vielleicht, dass er um die Kurve fahren würde. Das können wir auch anpassen, haben wir eben gesehen mit ganz vielen Expressions. Wir können sagen, die Drehung von diesem Symbol soll angepasst werden. Jetzt die Frage, wie kann ich die anpassen auf den Punkt? Ich weiß ja nicht, wie ich es drehen soll. Und jetzt wird es richtig schön tricky. Ich mache mal kurz den Namen hier doch anders. Das wird mein richtiger. Ich mache nochmal so einen Debug-Style. Um jetzt die Richtung rauszufinden, in die wir die Bahn drehen wollen, können wir, den nächsten Punkt uns angucken. Das heißt, wir haben den Zug hier, der ist für diesen Punkt dargestellt, weil das das aktuelle Feature ist. Und wir wollen jetzt die Richtung zu diesem Punkt haben und dann den Zug in diese Richtung ausrichten. Das können wir machen, indem wir in einer ganz wilden Expression arbeiten. Und ich hoffe, ich kriege die jetzt auch live hier hin. Aber das ist meine Mission. Ich will euch zeigen, wie man sowas angehen kann. Wir können, wie ihr eben schon gesehen habt, ja sehen, na, ich nehme mal zurück hier, oder ja auswählen die Atlas Feature ID, also das aktuelle Feature, was ausgewählt wurde. Ich habe jetzt in der Regel gesagt, ich will das, was die gleiche ID hat, anders darstellen. Ich kann diese gleiche Idee nutzen, um auch das nächste Feature auszuwählen. Ich könnte sagen, wenn die ID gleich der Atlas Feature ID plus 1 ist, damit kriege ich den nächsten Punkt raus. Den mache ich hier mal blau oder sowas. Seht ihr hier, der nächste Punkt ist blau geworden. Geht auch weiterhin. Wenn ich mich durchklicke, immer der Punkt vor dem Zug ist anders dargestellt. Das bringt uns noch nichts, das ist jetzt eine Darstellung, das können wir hier nicht weiter nutzen. Was wir brauchen, ist irgendwas, womit wir in der Darstellung für den Zug die Drehung beeinflussen können. Dann mache ich hier so ein Override, im Deutschen weiß ich den Namen nicht mehr, datendefinierter Überschreibung, keine Ahnung. Und kann hier eine Funktion nutzen, getFeatureByID. Also ich kann mir von irgendeinem Layer ein Feature rausholen. Ich will das von dem Layer Trackpoints haben. Und ich möchte das Feature mit der ID AtlasID plus 1. Das nächste Feature, was auf der Strecke als nächstes kommt. Jetzt sollte eigentlich unten nicht 0 stehen. Checkpoints, ja, danke schön. Genau. Jetzt seht ihr unten in der Vorschau schon, es wird ein Feature gefunden. Wir wollen aber gleich eine Richtung ausrechnen. Ein Feature ist ja die Attribute und eine Geometrie. Wir brauchen nur die Geometrie. Das heißt, wir verschachteln das Ganze und holen uns nur die Geometrie von diesem Feature raus. Und ihr seht unten, es kommt irgendeine Geometrie raus. Wir wollen jetzt die Richtung haben von unserem aktuellen Punkt, also von der Log zu dem nächsten Punkt. Dafür können wir die Azimut-Funktion nutzen. Azimut will zwei Geometrien. Die erste wäre, was eben Klaas schon hatte, die Geometry, ne, die Geometrie dieses Symbols. Und die zweite Geometrie ist die, die wir eben ausgewählt haben, der nächste Punkt. Ich versuche es einigermaßen eingerückt zu halten hier. Genau. Jetzt haben wir hier unten irgendeinen Winkel raus, den müssen wir noch in Degrees umwandeln. Und ihr merkt, man kann solche Expressions bis zum Umfallen verschachteln. Wir haben hier drin eben keine Möglichkeit, Variablen zu nutzen. Das heißt, wir müssen immer das Ergebnis wieder in eine andere Funktion reinschieben und so weiter. So, und wir sehen, der Zug ist umgefallen, aber er dreht sich schon mit. Woran liegt es? Es fehlen noch 90 Grad. Bei der Drehung ist 90 Grad zu viel, so rum. Ich ziehe noch 90 Grad ab. Dann sollte er
richtig gedreht sein. Er ist jetzt richtig gedreht, ihr seht noch, er ist irgendwie neben der Spur. Das heißt, wir müssen von dem Symbol noch sagen, wo es gelagert sein soll. Ihr seht hier oben so ein Kreuz. Und das Symbol ist auch hier, ne, in dem, wo Kugis die Vorschau zeigt, im unteren Bereich dieses ganzen Symbolbereichs. Wir können ihm sagen, der Ankerpunkt soll sein am unteren Rand des Symbols. Dann sehen wir, Kugis schiebt es eben schön auf die Strecke drauf. Und wir haben jetzt hier schön unsere Bahnfahrt. Dass die Strecke daneben ist, liegt an mir. Das hat nichts zu sagen. So, soweit, so gut. Ich hätte gern noch Rauch, der hinten aus der Lok rauskommt, weil wäre ja schön, wenn man sowas haben könnte. Wie können wir jetzt Rauch darstellen? Wir haben eben schon gesehen, ich habe das nächste Feature genommen, um die Richtung zu berechnen. Wir könnten den Rauch darstellen, indem wir die Punkte hinter der Lok dementsprechend stylen, dass wir sie größer werden lassen, dass wir sie grau machen, vielleicht Transparenzen mit einbauen. Und ich habe jetzt hier natürlich Mist gebaut mit meinen Debug-Styles, deswegen ignoriere ich das mal. Wir machen direkt in dem hier weiter. Ich kann die Punkte hinter der Lok auswählen mit einer neuen Regel. Ich kann sagen, gib mir die, deren ID kleiner ist als die vom aktuellen Atlas-Feature. Und ihr seht, ich mache die mal hier irgendwie schön grün und schön groß. Ihr seht, alle Punkte hinter der Lok sind jetzt grün geworden, ne, weil die ID von dem Punkt kleiner ist als die von dem aktuellen Feature. Es wäre jetzt ein bisschen viel Rauch, wenn er bis Hamburg noch zurückreicht. Das heißt, ich will es beschränken auf vielleicht nur 100 Features. Das heißt, ich erweitere diese Regel noch mit einem AND, also einer logischen Verknüpfung und sage, die Differenz zwischen dem aktuellen Feature und dem Feature, was ich jetzt hier stylen möchte, soll kleiner sein als 100 zum Beispiel. Dann wählt er eben nur für diesen Stil aus die letzten 100 Features. Immer noch ziemlich viel, aber wir sind in einem Maßstab, wo es eh am Ende so ein bisschen illustrativ wird. 100 Stück sind ganz gut, dann wird es halt eine sehr große Rauchwolke, aber die Bahn ist jetzt ja auch nicht wirklich realistisch, ne? Gut. Rauch ist, finde ich, grau. Auf jeden Fall. Rauch könnte man auch, ich mache mal die anderen Punkte kurz aus, Rauch könnte man auch mit einem schönen Gradient Fill darstellen, also einer Füllung mit Farbverlauf. Das mache ich mal. Hier statt Simple Marker nehme ich mal den Filled Marker, also ich kann dann die Füllung von diesem Symbol einstellen und nehme mal hier den, na, wo ist er, den Gradient Fill und zoome mal ganz weit rein. Ich mache die mal schön groß, dass ihr sehen könnt, wie es aussieht. Hier ist jetzt ein ganz leichter Farbverlauf drin, der aber erstmal linear geht, von oben nach unten. Ich kann den auch radial darstellen, dass er eben dann ein bisschen kreisförmiger wird, ne, theoretisch eben von der Mitte des Kreises ausgehend oder ein bisschen vom Rand. Sieht schon ein bisschen qualmartiger aus, aber eher noch wie ein grauer Wurm oder sowas. Rauch wird größer mit der Entfernung. Das heißt, wir machen auch die Größe von diesen Features abhängig von der Entfernung zu der Lok. Wir können hier die Size verändern. Ich stelle die Size mal auf Meters at Scale um, was wir eben auch schon gesehen haben. Jetzt sind sie hier verschwunden. Wenn ich reinzoome, sehen wir sie irgendwann, irgendwo, genau hier auf dem Acker. Die skaliere ich jetzt aber hoch, wiederum mit einer Expression. Ich möchte, dass sie nach der Distanz zwischen Lok und Rauchwolke dargestellt werden. Das heißt, ich nehme die Distance-Funktion, stecke zum einen rein die Geometry und zum anderen die Atlas-Geometry. Und kriege dann hier Größe in Abhängigkeit von der Entfernung. Jetzt ist ein bisschen übertrieben, das wird linear hochskaliert. Jetzt bin ich hier vielleicht 50 Kilometer entfernt, das heißt, die Rauchwolke ist 50 Kilometer jetzt in Echtwelteinheiten groß. Ist ein bisschen viel, das heißt, wir möchten das Ganze noch mit einer, wie heißt es auf Deutsch, auf eine andere Skala ummappen, umprojizieren quasi. Dafür hat Kugis zwei Funktionen, zum Beispiel die Scale exponentiell oder Scale linear Funktion. Da können wir einen Wert reinstecken. Wir können sagen, zu welchem Wertebereich gehört dieser Wert, zum Beispiel von 0 bis 10, und zu welchem Wertebereich möchten wir den umrechnen, zum Beispiel 0 bis 100 oder sowas, und dann wird er halt da umgerechnet, dass es auf die andere Skala passt.
Das mache ich hier auch mal. Ich nehme die exponentielle Skala, damit es ein bisschen interessanter aussieht. Als erstes muss ich meinen Wert reinstecken. Das ist eben die Distanz, die ich hier schon berechnet hatte. Als zweites sage ich, welche Distanzwerte möchte ich als gegeben annehmen sozusagen, sage ich mal von 0 bis vielleicht, jetzt muss ich spicken, ich glaube 20.000 Meter habe ich mir gedacht, genau. Und auf welche Skala möchte ich das ummappen, vielleicht auf minimal sollen sie 50 groß sein und maximal vielleicht 5.000 Einheiten. Das ist Kilometer, sind es wurscht, ist es illustrativ. Wir können auch noch sagen, wie diese Skala aufgebaut sind, ob sie relativ linear sein soll, ob sie stark ansteigen soll. Dann nehme ich hier mal eine 2 rein, das ist ein bisschen, oder? Ja, eine 1. Das ist nicht wirklich, egal, ihr seht gleich, was passiert. Jetzt wurden die Werte auf die andere Skala umgerechnet. Das heißt, wir haben erstmal einen Anstieg, dann irgendwann sind diese 20 Kilometer erreicht, danach wird es nicht weiter größer gemacht. Wir könnten das Ganze noch ein bisschen stärker machen, indem ich hier mal eine 2 als Exponent reinschreibe. Dann sieht man, der Anstieg ist sehr viel stärker. Ich finde es mit der 1 aber ganz okay. Genau, sieht immer noch ziemlich komisch aus. Vielleicht sollten wir noch, das habe ich als nächstes hier gedacht, ein bisschen Zufallseffekt mit reinbringen, dass die Wolken weiter weg ein bisschen verwackelt werden. Ich kann trotzdem schon mal im Atlas wieder zeigen, wie es jetzt aussehen würde. Wir sind relativ dicht, doch dicht dran, das heißt, der ganze Rest ist jetzt für uns erstmal egal. Und das sind so Art graue Seifenblasen, die hier rauskommen. Wir können in QGIS den Offset von einzelnen Symbolen verändern mit dem Offset hier drüben. Und wir können auch hier die ganzen Sachen mal verwackeln. Man kann in QGIS Zufallszahlen erzeugen mit RAND oder RANDF. Und ich sage mal hier, ich möchte einen Zufallswert von 0 bis, und ich nehme mal wieder die Distanz mit rein, zwischen der Geometrie und der Atlas-Geometrie. Ich teile die durch 10, damit es nicht zu krasse Verwackelungen gibt. Jetzt müsst ihr kurz wegschauen, weil der Rest ist ein bisschen komisch. Ich brauche es zweimal für x und y und muss das noch in den Array stecken und muss das noch in den String umwandeln. Das ist jetzt egal für euch. Das sind die Eigenheiten von QGIS so ein bisschen. Ihr seht, unten kommen zwei Zahlen raus und nicht Millimeter, sondern Meters at Scale. Es kommt jetzt ein zufällig verwackelter Rauch raus. Je weiter wir weg sind, desto weiter wird er eben verwackelt. Und es sieht schon ein bisschen mehr nach Rauch aus. Was wir auch noch brauchen, wäre ein bisschen Transparenz. Das heißt, ist jetzt unrealistisch, aber ich mache den Rauch, dass er an der Lok sehr stark ist, weiter weg, dann weniger. Echt, wäre es ein bisschen anders, aber egal. Das heißt, ich überschreibe auch die Farben von dem Gradient Fill. Ich kann auch hier so ein Data Defined Override nutzen und kann dann sagen, ich möchte hier eine andere Farbe erstmal definieren, mache jetzt hier drin, weil man sonst relativ einfach durcheinander kommt. Ich nutze HSL, sage, der Farbton ist egal, Sättigung soll 0 sein und relativ dunkel, vielleicht 40 als Lightness. Kann ich mal angucken, wie es aussieht. Ist jetzt ein bisschen grauer geworden, nicht mehr so schwarz. Wir können in QGIS auch einzelne Bestandteile von einer Farbe modifizieren. Wir können die SetColorPart-Funktion nutzen. Als erstes kommt eine Color rein, die habe ich hier gerade definiert. Und als zweites kommt rein die Komponente, die ich irgendwie dynamisch ändern will. Hier wäre es der Alpha-Wert. Ne, Alpha 0 wäre transparent, Alpha 255 wäre, oder andersrum, sehen wir gleich. Und ich möchte einen Wert einfügen und ich nehme wieder mal die Distanz zwischen meiner Geometrie und der Atlas-Geometrie. Nach der Distanz möchte ich meinen Wert ändern. Problem ist jetzt, die Distanz ist ja von 0 bis, sage ich jetzt, 20.000 Meter. Ich muss das wieder auf eine Skala ummappen. Der Alpha-Wert muss zwischen 0 und 255 sein. Das heißt, auch hier nutze ich wieder eine Scale, stecke meinen Wert rein, sage wieder die Skala, die ich erwarte, 0 bis 10.000 vielleicht. Danach soll der Wert konstant bleiben. Und ich sage, das soll skaliert werden auf eben den gültigen Wertebereich
2 bis 255. Und noch sieht man nichts. Ich kopiere den mal, nehme den auch für das Weiße und muss hier die Farbe noch anpassen. Hier nehme ich ein Weiß. HSL sind 100. Ich habe es falsch rum gemacht. Jetzt ist der Rauch bei der Lokomotive verschwunden. Ich wollte es genau andersrum machen. Das heißt, ich muss die Skala umdrehen. Ich möchte mappen auf 255, also voll nicht transparent zu komplett transparent, andersrum zur Distanz. Und das für beide Farben. Und ihr seht, die großen verschwinden, ist uns jetzt auch wurscht. Aber wir haben jetzt hier, Vorführeffekt, zu Hause war es schöner, aber wir haben eine Art Raucheffekt erreicht. Ich gucke mal kurz, ob ich noch was Wichtiges hatte hier. Nö, das passt. Gut, ich mache mal einen Export der einzelnen Bilder, währenddessen können wir gleich Fragen annehmen und am Ende könnt ihr es noch als Video sehen, wie es im Endeffekt dann wirklich auch aussieht. Dankeschön. Herzlichen Dank, Johannes. Ich hätte die Frage, wie es ausschaut für Elektroloks. Ja, ich bin mit dem Hogwarts Express gefahren. ist eine Spielerei. Man könnte jetzt bei Elektrolok natürlich irgendwie Funken machen oder sowas. War nur ein Scherz. Ich fand den Vortrag super, natürlich hauptsächlich deswegen, weil ich in der Schweiz für das größte Bahnunternehmen arbeite. Und dann hat mir natürlich die Demo gefallen. Schöner als ein Flugzeug, ja. Also Fragen, bitteschön. Bitte, je nachdem, gebt bekannt, an wen ihr die Frage richten wollt. Mikro an. Jetzt? Ja. Ich hätte eine Frage zum ersten Vortrag, zu den Verkehrsverbünden und den Linienbündeln. Könnte man dort auch Buchstaben oder andere Liniennamen, Bezeichnungen verwenden? Also Linie A, B, C oder ähnliches? Ja, das könnte man auch. Diese Zahlen, das waren praktisch nur Namen. Die hatten jetzt keine Bedeutung für irgendwelche Skalierung oder Platzierung. Also bräuchte man da neue Felder? War es, glaube ich, Integer oder würde das dann auch gehen in dem Hilfsspeicher? Also in dem Beispiel haben die Spalten ja den Platz definiert. Die müssen wir dann halt irgendwie als Textspalte definieren und dann kann man da halt reinschreiben, was weiß ich, Linie B, Linie A, dann würde in der Liste auch irgendwie A, B, C und sowas entstehen. Das würde gehen und auch bei der Beschriftung kann ich da ja den zweiten Platz raussuchen, das ist ein B. Ja. Das wäre jetzt kein Hindernis. Ja. Okay, danke. Nächste Frage. Ja, hier vorne gleich. Ich habe auch eine Frage zu dem gleichen Teil, zu den Multilinien. Und zwar waren das, also wenn man jetzt mehrere Objekte hat, die direkt aneinander anschließen, wenn ich die Linie noch in der Mitte habe, ohne Versatz, schließt es direkt an, aber wenn ich den Versatz habe, dann würde auch an diesem Übergangspunkt, also es würde dann nicht mehr direkt aneinander anschließen. Ja, man kann ja bei jedem einzelnen Objekt das definieren. Also jetzt, wenn ich jetzt die, sagen wir mal, 5 Linien habe und es gehen sozusagen in irgendeinem Abschnitt biegt eine nach links, aber es gehen nur 2 weiter, dann muss man halt entsprechend den Versatz anpassen. Also es gibt natürlich Situationen, wo das schwierig wird, wenn jetzt meinetwegen 6 Linien sind und die sind beide am Rand so, und jetzt gehen nur die 2, die am Rand sind, weiter, dann wird das so ein bisschen schwierig. Meistens hat man ja an so einem Knotenpunkt bei diesem Liniennetz noch so einen weißen Kuller, der das verdeckt. Aber müsste ich ja auch im Detail jetzt tatsächlich ein bisschen mal gucken und überlegen. Na, aber ich kann für jedes Segment die Platzierung der einzelnen Liniensegmente unabhängig voneinander einstellen. Okay, das wird dann für jedes Segment
einzeln gemacht. Genau, so, ja. Weil das ist ja, ich kann ja für jedes Segment beim Attribute eintragen, sagen, okay, hier ist jetzt die Linie 1 meinetwegen an Platz 0 oder an Platz 3, das kann ich ja für jedes Segment entsprechend einstellen und dann greifen wieder diese Versatzregeln. Alles klar, danke. Vielleicht kannst du es gerade nach hinten geben. Okay, geht schneller. Ich habe eine Frage an Johannes. Also erstmal einen tollen Vortrag. Ich bin bei den Deutschen Bahnen. Sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Folgende Frage, also diese Expressions, die können ja recht komplex werden, vor allem weil man keine Variablen nutzen kann, dann ist es diese Verschachtelung. Welche Debug-Möglichkeiten gibt es da? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, also ich weiß nicht, so eine dazwischen irgendwie eine Funktion reinzuschalten, die einfach mal ein Ergebnis, was weiß ich, ein Log ausgibt und weitergibt, also sowas in der Richtung. Also wie debugst du das? Die Frage hätte ich sonst Klaas auch stellen wollen. Klaas hat noch größere Expressions gehabt. Entschuldigung. Ich weiß von nichts. Man kann allerdings auch Python-Funktionen nutzen. Bei den meisten Sachen. Genau, da kommt gleich eine Rückmeldung. Was es immerhin gibt, ist das With-Statement. With wie in SQL, da kann man etwas zwischenspeichern als, und dann wieder referenzieren. Damit kann man es ein bisschen abkürzen. Das ist mir auch neu, stark. Das ist allen hier. Cool. Ich habe auch noch eine Frage an alle drei. Andreas, da war eine Rückfrage. Sie fragen, seit wann das geht? Seit wann geht das mit dem With? Ich kann es auch nicht genau sagen, noch nicht so lange. Also so vielleicht zwei Versionen oder so. Aber ich habe auch noch eine Frage. Gibt es denn Sachen, die ihr vermisst, die ihr gerne hättet, den Cookies? Die noch fehlen oder die das Leben ganz stark vereinfachen würden? Spontan aus dem Handgelenk, das fällt einem ja immer ein, wenn man dabei ist. Aber ich meine, der Ausdruckseditor ist natürlich sehr, sehr umfänglich. Also das ist schon toll. Also weiß ich jetzt auch nicht. Weißt du irgendwas, was dir so aus dem Handgelenk einfällt? Da? Bitte Mikro, Klaas, fürs Streaming. Ja. Okay, dann weiter. Ja, ich hätte auch noch eine kurze Frage, und zwar, wie aktiviert man bei der datenüberschriebenen Beschriftung denn eigentlich das Horizontal und Vertikal? Das ist mal ausgegraut. Also das X und Y und die Rotation, die kann ich setzen, also sozusagen, das kann ich aktivieren, aber wie kann man da dieses Horizontal und Vertikal? Für wen meinst du jetzt? Bei mir? Nee. Oder bei Klaas? Bei den Ersten. Meiner ist noch dran. Achso, das ist ja falsch. Ja. Da habe ich auch im Internet nichts zugefunden. Vielleicht, während Sie sich da umstöpseln, hier vorne gab es noch eine Frage. Können wir die in der Zwischenzeit haben? Vielen Dank für die beiden Vorträge, sehr unterhaltsam. Ich habe die Frage, wenn man als Anfänger mit den Regeleditoren anfängt, wie kommt man dann irgendwie drauf, der Variablenname, Atlas, ID und so weiter, also wie findet man da die entsprechenden Ausdrücke, woher weiß man, wonach man suchen soll? In der Mitte von dem Dialog ist auch eine Suche, oder da werden auch alle angezeigt. Und du kannst auch filtern, indem du oben halt ein Wort eintippst wie Atlas. Dann siehst du alles, was mit Atlas zu tun hat. Also generell ist im Ausdruckseditor eigentlich eine gute Beschreibung. Also jeder einzelne Eintrag wird einigermaßen gut beschrieben. Aber das ist letztlich Übungssache, wie bei allen Sachen. Man fängt an klein und dann denkt man, kann man nicht vielleicht sowas machen? Und plötzlich merkt man, oh, das ist ja interessant. Also wie jetzt diese Geometriefunktion, die muss man erstmal, sage ich mal, entdecken, weil das ist ja auch ein bisschen besonders, wenn man sich das noch nicht angeguckt hat. Das ist eben sehr nah dran an diesem räumlichen SQL aus Specialite oder PostGIS, aber üben. Also, oder einen Kurs belegen. Workshop. Kurzes Nachwort. Was ich mir wünschen würde bei dem Ausdruckseditor, das erste Feature, was mir einfallen würde, wäre eine automatische Formatierung der Code-Seite.
wir würden das vielleicht die Frage von vorhin nochmal aufgreifen. Was mit diesem XY, wo war das denn jetzt? Ich glaube, der Versatz bei der Beschriftung. Ja. Da jetzt genau, Koordinate XY und dann diese Ausrichtung horizontal, vertikal. Wie kann man das aktivieren? Das ist aktiv. Also du meinst jetzt hier die Daten beschriebene Übersteuerung. Genau. Das ist eigentlich aktiv. Also immer du siehst, du kannst hier drauf gehen, wenn du auf Bearbeiten gehst und da irgendwas einträgst, was jetzt natürlich nicht gültig ist, dann wechselt das dann in dieses Gelbe, wenn du dort was eingestellt hast. Das kann aber, auch wenn du nur ein Feld einstellst, ja, hier bei dem XY ist ja eigentlich kein Ausdruck, da ist ja direkt einfach ein Feld eingestellt. Das weiß ich, das weiß ich. Aber das andere ist bei mir immer ausgegraut. Das kann ich nicht aktivieren. Jetzt hier an dieser Stelle oder was? Nee, da unten. Ausrichtung horizontal, vertikal. Also, welche Version verwendest du? Ja, das ist noch die Zweier, aber das müsste ja auch gehen. Das, ja, da geht das auch. Die Zweier war die total 2018, gut. 2018 war super irgendwie. Also, ja, aber das kann ich jetzt auch nicht beantworten. Weil, okay. Mir fällt gerade ein, das könnte sein, wenn du hier nichts einträgst. Wenn du das... Ja, das habe ich aktiviert. Du, genau, das, wenn du das hier nicht einschaltest, kannst du hier auch nichts machen. Okay. Ja, ist also genau dasselbe mit der Drehung, glaube ich. Ich bin da auch mal drauf reingefallen. Wenn doch die Drehung geht, aber die Ausrichtung ist weg in dem Moment, wo du jetzt hier keine X und Y setzt. Also die musst du als erstes setzen und dann aktiviert sich das. Und das war in der 2.18 auch schon so. Mhm. Fällt mir jetzt wieder ein. Und noch als kleinen Wunsch sozusagen, also die Beschriftung der Linienlayer. Also wenn man da sozusagen diese gebogene Beschriftung, also wenn die Beschriftung quasi die Linie, der Linie folgen soll, da wäre es schön, wenn man da auch noch sozusagen den Versatz, also sozusagen mit allen Freiheitsgraden ausstattet. Also da kann man, glaube ich, immer nur positiven Versatz momentan geben. Das wäre halt noch ganz wünschenswert. Und vielleicht auch, wenn der Winkel sozusagen, wenn die Linie wirklich 90 Grad oder über 90 Grad abknickt, dass man das sozusagen auch gut beschriften könnte. Andreas, hast du es gehört? Gut, wir Danke. Sind offiziell von der Zeit her durch. Jetzt ist eigentlich Pause, aber zum Schluss noch wunderbar. Ich hätte auch den Hogwarts Express Mobilität der Zukunft. Sollen. Ja. Schönen Dank nochmal.